ein herzliches Grüß Gott, liebe Gäste bei der neuen Sendung mit Herbstkräutern. Heute gehen wir aussehen und holen uns die Herbstkräuter. Ja, es wird höchste Zeit. Wir haben Oktober. Wir haben schon ganz viele Sachen draußen, die wir jetzt noch geschwind ernten müssen. Wir werden heute Herz stärken. Herz stärken mit Herbstkräuter. Und zwar besonders werden wir uns heute anschauen in Weißdorn. Warte, nehmen wir mal da jetzt. Wenn wir da jetzt uns die Weißdornblätter anschauen, sie werden ganz, ganz sicher jetzt, wenn sie spazieren gehen, Weißdorn noch finden. Die Beeren, die schauen dann so aus dazu. Die werden wir uns jetzt da jetzt genauestens anschauen. Also, die Beeren sind so schön rot jetzt. Und übrigens, ich bin Caroline Postelmeier und ich gehe schon ganz lange mit Ihnen jetzt aus. Und heute im Herbst müssen wir was tun, ja? Und zwar, die Weißdornbeere, die ist jetzt so schön rot. Suchen Sie das unterwegs. Die Beere, mit der zeige ich Ihnen ein paar Tricks, was wir heute ein bisschen machen, damit wir das Herz stärken. So, gut. In dieser Beere haben wir auch OPC drin. Wir haben natürlich viel Mineralstoffe drin, die jetzt unser Herz stärken und vor allem unseren Blutdruck regulieren. Und den Weißdorn, den lege ich sogar in einen Schwedenbitter. Das heißt, ich nehme so ein kleines Flascherl, tun wir es anfüllen mit Weißdornbeeren und leeren wir einen Schwedenbitter drauf. Das ist jetzt doppelter Genuss. Ja? Wir erreichen damit das Herzstärkende, was wir ja sowieso im Schwedenbitter auch schon haben, aber im Weißdorn vermehrt einbringen. Wir haben OPC im Weißdorn. Also das heißt, wir können uns das alles da jetzt auslösen. Und damit wir nur mehr Kraft rauskriegen, drucken Sie die Beere einfach und schmeißen Sie es in ein Glas, gießen das mit Schwedenbitter auf. Und dann nehmen Sie noch jeden Tag einen Esslöffel und tun das in einen halben Liter Wasser. Schluckweise trinken, Sie können das sogar zweimal tun, wenn der Blutdruck wirklich gar nicht passt. Und oder wenn das Herz so nervös ist oder wenn das Herz aus psychischer Sicht krank ist oder aus physischer Sicht unterstützt gehört. Also immer, Weißdorn unterstützt das Herz. Und das ist ganz eine interessante Geschichte. Natürlich müssen wir schon es ergänzen mit Calcium, Magnesium. Also das heißt, mit einem Dolomit ergänzen wir es ja sowieso, weil das ist das, was man jeden Tag füllt, ja, ein Kaffeelöffel Dolomit kann man sowieso da dazu nehmen, um das Herzgewebe auch zu stärken. Es hat wirklich einen Sinn. Und ich werde Ihnen in der nächsten Sendung jetzt noch was sagen über Weißdorn in Oxymel angesetzt. Aber heute machen wir es auf jeden Fall mal mit dem Schwedenbitter. Und das ist jetzt ein Punkt, wo man... Ja, es ist höchste Zeit, dass Sie rausgehen. Und ich erkläre Ihnen es nur einmal, dass Sie wirklich da jetzt überzeugt sind, dass Sie das finden. Und zwar, Weißdorn heißt die Geschichte aus dem Grund, weil wir, jetzt brauchen wir die Kamera wieder genau da herbei. Jetzt können Sie das sehen, weil wir da, oder, in der Blattachse einen ganzen schieren Dorn rausstehen haben. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Zumindest spüren Sie es, wenn Sie es pflücken, ja? Das ist der Dorn vom Weißdorn. Und der ist interessant. Da haben Sie ganz sicher den richtigen. Es hat unheimlich ganz schier zum Sehen. Also er beißt wirklich, er sticht wirklich gescheit. Aber nehmen Sie ihnen trotzdem die Mühe, sammeln Sie ihnen Blätter, tun Sie ihnen ruhig ein paar Blätter, aber sammeln Sie ihnen außerdem noch mehr, dass Sie einen Tee davon machen können für den Winter. Also Weißdorn ist etwas, was ich wirklich durchgehend verwende. Außerdem, wenn es ausgegangen ist, ganz gut, wenn Sie vielleicht ein bisschen einen Hautschutz haben. Da dazu haben wir immer noch
Ringelblume draußen stehen. Ringelblume können sie auch als Tee verwenden. Und wenn sie einen Ringelblumenbalsam auf die Haut tun, dann haben sie außerdem einen Kälteschutz. Also wir haben immer so ganz die einfachsten Dinge rundherum, die wir jeden Tag verwenden sollen. Ja, im Prinzip würde ich sagen, haben wir heute eigentlich einmal wirklich das Herz im Mittelpunkt, Herz stärken mit Bitteren, Herz stärken mit Weißdorn, Herz stärken mit Dolomit. Dann kann es uns ja nur mehr gut gehen. Übrigens, im Herbst braucht unser Herz besonders viel Liebe. Und dazu habe ich noch eine Bibelstelle. Jetzt muss ich mir es ganz schnell da jetzt aussuchen. Und zwar, die ist heute im Jesaja. Im Jesaja 30, 15. Nur in der Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur in der Stille und Vertrauen, nur Stille und Entschuldigung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Jesaja 30, 15. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Wir werden dann gleich die nächsten Themen machen. Wir werden jetzt dann das Gehirn stärken in den nächsten Themen. Wir werden das Immunsystem stärken. Wir werden jede Menge noch interessante Sachen machen. Aber wie gesagt, gehen Sie aus, gehen Sie in die Sonne. Übrigens pflücken Sie es, wenn es geht Vormittag. Also knapp vor Mittag, wenn es nicht regnet, ist die beste Zeit, Weißdorn zu sammeln. Danke für's.